Leute, ihr seid ja auch schon da. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal, auf hier unten, Camberg TV. Leute, nochmal bevor das Video losgeht. Wir befinden uns auf dem Weg zu 100.000 Abonnenten. Rock'n'Roll! Lasst jetzt doch bitte gerne ein Abo da. Das würde mich ziemlich freuen. Und nehmt jetzt alle mal wieder eure Nase in die Hand. Genau hier, eure Nase. Nehmt sie jetzt alle mal in die Hand und versucht jetzt mal den Like-Button mit 2000 Likes zu rocken, Leute. Dann. Aber kommen wir jetzt mal zum heutigen Video, Leute. Wie ihr seht, ich habe hier was. Ich habe mir wieder mal ein Happy Meal bei McDonald's besorgt. Und zwar gibt es jetzt exklusiv, ihr wisst ja, der neue Paw Patrol Film ist in den Kinos. Wer von euch hat schon mal den Paw Patrol Film angeschaut in den Kinos? Leute, ich habe ihn mir noch nicht angeschaut, aber vielleicht sollten wir das Ganze nächsten Dienstag machen, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, Leute, gibt es jetzt exklusiv bei McDonald's in Mexiko. Ich kann es auch noch nicht glauben. Ein Paw Patrol Happy Meal, Leute. Ein Paw Patrol Happy Meal. Gibt es das auch in Deutschland? Deswegen bin ich erstmal zu McDonald's gefahren, hab mir dieses Paw Patrol Happy Meal bestellt und bin damit sofort nach Hause gegangen, Leute. Und jetzt öffnen wir mit euch exklusiv zusammen wieder mal ein Paw Patrol Happy Meal. Habt ihr Lust darauf, Leute? Ihr seht es gerade selber, wir haben dieses Paw Patrol Happy Meal hier. Es schaut ganz normal aus, vor allem auf der Außenverpackung ist hier gar nichts drauf, Leute. Okay, aber schreibt vielleicht jetzt schon mal in die Kommentare, Leute, was da drin sein könnte. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ich denke mal, auf jeden Fall irgendwas mit Hunden, oder? Ja, mit Hunden muss hier was drin sein. Aber wir machen es ganz vorsichtig auf. Aber heftig, warum die das bei McDonald's in Mexiko haben, Leute. Ich würde sagen, komm, wir setzen uns jetzt mal hier hin. Ja, und öffnen seit langen wieder mal mit euch zusammen ein Happy Meal, Leute. Seid ihr bereit? Wir machen es diesmal echt nicht so lange, sondern wir quatschen nicht so lange, sondern kommen gleich auf den Punkt, sondern öffnen das Ganze jetzt mal, Leute. Also komm, lasst uns das Ding gleich mal öffnen, Leute. Schau, was da drin ist. Lasst uns es einfach mal öffnen, Leute. Wie ist denn... Leute, da ist ja nicht mal ein Hamburger oder Pommes drin, aber... Liegt irgendwas? Okay. Lasst uns das Ganze erstmal einzeln rausholen, würde ich sagen, oder? Was zur Hölle ist das denn? Was denkt sich bitte McDonald's? Soll ich dir mal ein Instagram abschreiben? Was denkt sich bitte McDonald's, dass die einfach mal... Die verkaufen einfach mal Hundefutter. Leute, das ist doch kein... Ist doch kein Tierheim. Leute, das ist einfach mal... Das ist einfach mal Hundefutter, Leute. Nein. Leute. Ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr... Ihr schreibt gerade in die Kommentare, dass ich das essen soll? Ihr schreibt gerade wirklich in die Kommentare, dass ich mir das reinziehen soll, Leute? Ist jetzt nicht... Okay, dann lasst uns doch mal reden. Lasst uns doch mal am Ende des Videos reden. Boah, Leute, nee. Lasst uns mal weiter schauen, was da noch drin ist. Das erstmal weglegen. Mal schauen, was da noch drin ist. Ich kann es kaum erwarten, Leute. Okay. Ich mache es schon auf. Wir halten uns dran. Wir machen es auf, Leute. Was ist da noch drin? Lass uns mal... Okay, Leute, ein... Lass uns das Ding mal rausholen. Hä? Leute, das Spielzeug schaut aber komplett komisch aus. Wie heißt dieser Hund nochmal? Schreibt es mal auch bitte in die Kommentare. Wie heißt dieser... Irgendwas mit... Mir fällt es nicht ein. Ich schreibe es gerne in die Kommentare. Chase, genau so heißt dieser kleine Hund. Aber... Der schaut ja schon extrem komisch aus, Leute. Also wie ein echtes Spielzeug schaut es nicht aus. Wer zur Hölle hat das gebastelt? Ronald McDonald? Schaut ja schon extrem komisch aus. Okay, lasst uns das kleine Hündchen mal namens Chase, ihr habt es in die Kommentare geschrieben, hinlegen. Leute, ich habe echt Hunger. Und für sowas gibt man Geld aus für ein Happy Meal? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Leute, Mann, ey. Ey, okay, es hat 5 Euro gekostet, aber jetzt mal ganz ehrlich, ey, für das Geld sowas auszugeben, kann doch nicht wahr sein, ey, wirklich, ey. Also wenn die mich mal... Was ist da noch drin? Was ist das denn, Leute? Das sieht nach einer Bedienungsanleitung aus. Lass uns das mal lesen. Okay, was steht denn da drauf, Leute? Schaut aus wie eine Bedienungsanleitung. Wie spielt man Fragezeichen? Es scheint anscheinend wirklich eine Bedienungsanleitung zu sein. Lege das Spielzeug auf das... Ouija!
Ouija-Board, Leute! Das haben wir noch nie ausprobiert auf diesem Kanal. Noch nie zur Hölle. Wisst ihr, was es ist? Ouija-Board. Sage Chase dreimal. Bringe das Biest zurück. Leute, was zur Hölle ist bitte ein Biest? Bringe das Biest zurück. Biest. Leute, ich habe noch niemals im Leben diese Ouija Board Challenge oder wie sie auch heißt gespielt. Geschweige denn, ich habe den Film mir angeschaut. Wisst ihr, wie es geht? Dann schreibt jetzt bitte auch jetzt mal sofort in die Kommentare, Leute. Ich bin ja komplett überfordert, aber okay. Wartet mal. Wenn aber dort steht eine Bedienungsanleitung, dann wird doch dieses Ouija Board hier nicht drin sein, oder? Okay. Okay, lass uns mal weiterschauen. Oh mein Gott, warum zur Hölle habe ich mir dieses Ding gekauft? Ich sollte mir auf jeden Fall niemals diesen Film anschauen. Okay, lass uns mal weiterschauen. Was könnte da noch drin sein? Leute. Was zur Hölle ist das denn bitte? Leute, es schaut aus wie nach einer vergammelten Pommes. Leute, nee. Okay, ihr schreibt schon wieder rein, dass ich das Ganze probieren soll? Soll ich mir das jetzt wirklich geben? Okay, ich habe ja schon dieses Hundefutter nicht probiert. Das heißt, hier bleibt ja wirklich nichts mehr anderes übrig, oder? Ja gut, Leute. Kennt ihr so alten Hund, der auf der Straße liegt? Genauso riecht es, Leute. Genauso riecht dieses Ding, aber... Komm, uns bleibt dir nichts anderes übrig, das wirklich mal auszuprobieren, oder? Sollen wir es machen? Irgendwas war da komplett komisch in diesem Ding. Habe ich da etwa... Ihr schreibt gerade irgendwie in die Kommentare, dass ich irgendwas an meinen Augen habe? Was sollte ich da... Was sollte ich da haben? Leute, ihr macht mich Mann, ey. Ich wollte doch einfach jetzt nur das Spiel spielen. Okay, dann lass uns mal ganz kurz nach... Schauen, ob da... Oh mein Gott, Leute, was ist denn da passiert? Okay. Leute, ich würde auf jeden Fall das Hundefutter nicht mehr essen. Aber da ist ja noch was drin. Okay, lass uns jetzt das letzte Ding auspacken. Okay, Leute. Da ist ja noch ein Ding drin. Das haben wir komplett vergessen, und zwar das Spiel. Da ist ja noch ein Happy Meal-Spiel drin, okay. Lass uns jetzt mal... Okay, wir müssen das letzte Ding auspacken. Ihr seht, Leute, da ist nichts mehr drin. Gar nichts mehr. Das letzte, was da drin ist, ist das hier. Und ich vermute schon, was es ist. Ich glaube, ihr vermutet es auch schon, Leute. Oh mein Gott, was ist das Ouija-Board? Wie kann McDonald's sowas herstellen? In Mexiko? Das Ganze ist doch... Der Film ist doch ein guter Film, oder? Jetzt muss ich nicht ernsthaft dieses Ouija-Board auch noch spielen. Das wird mich, glaube ich, komplett verfluchen. Soll ich spielen, Leute? Natürlich spielen wir das Ganze. Okay, ich muss es hier spielen, und es bleibt ja nichts anderes übrig mehr, als dieses Ouija-Board zu spielen. Okay. Wie ging das nochmal? Leute, ich habe das noch niemals im Leben gespielt. Da steht auf jeden Fall Yes für Ja. Ouija? No. Dann ist ABC und unten steht Goodbye. Da steht drauf, ich soll dieses Spielzeug, das wir hier haben, hier drauflegen. Das heißt, ich muss diesen Hund, Chase, hier drauflegen, ne? Und dreimal irgendwie Chase sagen. Und dann bringt es mir das Biest zurück. Okay, Leute, dann lasst uns den Hund mal drauflegen, ne? Das Ganze mal machen, oder? Seid ihr bereit dazu? Chase?
Chase? Okay, das letzte Mal. Chase! Leute! Da ist was! Habt ihr es gehört? Was zur Hölle? Was zur Hölle ist da rausgekommen? Leute, was ist das? Nein, Leute! Es ist doch nicht, was ihr euch jetzt denkt, oder? Oh Gott, Leute! Leute, das war... Oh Leute, das Ding ist verflucht! Okay. Ihr schreibt gerade rein, wir sollen es das letzte Mal nochmal versuchen? Das allerletzte Mal? Das ist verflucht, Leute. Lass es das letzte Mal nochmal versuchen. Komm. Uns bleibt nicht mehr alles übrig. Chase? Komm, nicht das letzte Mal, was passiert jetzt? Chase! Oh mein Gott! Paw Patrol drin zu sein, oder? Hallo? Chase! Braves Hündchen!